Willkommen zu einem neuen Part Heroes 5. Wir bewegen den Kerl mal hier raus und beenden jetzt den Part. Mit 3, 4, 5 mal Enter klicken. Ja. Dann weiter. Ja, da waren wir diese Woche schon mal. Hier ist sonst nichts Spannendes. Spannendes. Ich brauche Quecksilber. Gib mir Quecksilber. Gib mir Quecksilber. Und ich will mehr von den Punkten. Ja, 400 ist schon eine ordentliche Menge, aber ich will mehr. Oh, ich krieg neue Zauber dazu. Cool, annähernd cool, annähernd cool. Aber auch wirklich nur annähernd cool. So, das Ding wollen wir haben. Göttliche Kraft und Zornesfaust. Schwefel. Reinigung. Verwundbarkeit. Ah, jetzt haben wir den Zauber auch. Oh, jetzt sollte ich doch klicken. Wespenschwarm. Das war's? Oder habe ich durch Enterklicken das unterbrochen? Könnte ich das unterbrochen haben. Oh, welche von diesen Zaubern habe ich denn jetzt, die ich vorhin geguckt habe? Ich hätte... Ah, Kreaturentanz werbe ich jetzt auch, das ist gut. Eisling habe ich auch noch. Schwäche habe ich. Das ging ja schwächt, Verwundbarkeit, Verwirrung, Blindheit, ja, das hätten auch Hoffzeug dazu geklickt. Und Wespenschwarm habe ich gerade gelesen, ja. Puh, fett. Boah, das kostet 35, so ein Ding zu beschwören. Das ist über die Hälfte meines Manas. Heftig. Ja, 70 Bauern dürfen weglaufen. Kriege ich zwar keine Einheiten dazu dadurch. Pff, Bauern mir anschließen. Nee, ich habe keinen Bock auf Bauern. Miliz. Erstmal hier hoch. Ja, ihr dürft weglennen. Gebt mir am besten noch Gold dafür weglennen, dann würde ich euch wirklich fast schon mit Freuden entkommen lassen. So. Ich muss irgendwas bauen, damit ich mehr Gold krieg. Bauen wir Bogenschützentürme. Ich meine, Erzengel würde ich wohl mitnehmen. Wenn ich da welche anhäuse. Also auf Erzengel jetzt hinzuarbeiten. Fände ich nicht so schlecht. Die würde ich selbst mit den Untoten hier mitnehmen. Was ist das denn? Zauberkraft des Helden plus 2. Yay. So. Ah, das ist ein Fernkämpfer. Dann rennen wir ganz nach vorne. Oh, die stehen leider nicht sehr schön zusammen. Wenn die alle auf einmal hochstehen würden, dann würde ich ordentlich Schaden machen, aber so. So ist das doch nichts hier. Puh, auch die als nächstes dran sind. Sag auf die als nächstes dran sind. Auf die irgendwann als nächstes dran sind. Ja, erledige ich hier nämlich. Oh, bleib einfach da hinten stehen. Jetzt hör auf, mit deinen zwei Schadenspunkten da drauf zu hacken. Komm, mindestens 10. Oh. Wie kannst du es nicht hinkriegen? Komm, heil dich, heil dich, heil dich. Zwei sollen wiederleben werden. Ja, ist klar, dass so wenig sind, dass nur einer geht. So, und der letzte. Ah. Ach, schade, er hat. Konnte mich nicht ordentlich heilen. Hm, habe ich auch nicht erwartet. Irgendwie. Skelettschützen. Ah, ich habe zur Zeit gar keine Skelettschützen. Holen wir uns mal neue Skelettschützen. Und ein Vampirlord steht ja auch wieder auf. Ah, da ist noch Schwefel im Weg. Ah, nein, es ist nicht, dass das Schwefel direkt im Weg gewesen wäre, sondern eher. So, ich brauche noch. Ich brauche 3 Baupunkte noch. 2 Baupunkte noch. Und dann halt noch 10.000 Gold. Und das nächste Gebäude, das ich da haben will, ist dann das Erzengel-Ding. Beziehungsweise nein, ich will die Magiergilde upgraden auch. Das werde ich wahrscheinlich vorher hinkriegen. So, Schwefel. Und ich habe noch kein Ding für die Brust. Nein, ich habe bisher nur so eine Schriftrolle. Ah, hier gibt's endlich Holz. Was sind das? Sind diese Schwertkainis? Ja, Schwerttänzer oder whatever. Ja, kein Fernkampfabzug. Schön nach vorne gerannt.
Brav, brav machst du das. Ah, schießen wir ganz normal drauf. Ganz, ganz normal. Quatsch. Sensel ihm den Kopf ab. Oh, er greift beide an. Da sehe ich zwei Fernkämpfer. Oh, er greift nochmal an. Wieder beide. Das war kein Geniestreich, den anzugreifen. Wenn ihn angreifen, dann mit alle erledigen schon eher. Statt und nicht so sehr mit keiner erledigen. Oh, ich klicke drei Skelette auch direkt wieder. So. Die Sägemühle arbeitet jetzt unter meiner Leitung. Da ist Quecksilber. Ne, das sind. Doch, das ist Quecksilber. Genau das, was ich brauche. Genau das, was ich brauche. Und. Oh, ich kann tollere Gebäude bauen. Stadtmauer zum Beispiel. Übungsgelände. Sehr viel Ausbildung. Nee. Kaserne. Ich mach mal Stadtmauer. Mauerbauer. Bauermauer. Eine Bauer. Bau eine Mauer um den Bauer. Dum, 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 dum. Die Woche der Waage. Alles im Gleichgewicht. Im Kampf haben Moral und Glück keine Auswirkungen. Hahaha. Toll. Das finde ich untoll. Ich habe eigentlich eine ganz gute Moral. Das ist jetzt voll der Vorteil für die normalen Creeps. Ah, das reicht nicht an Zeug, das ich gekriegt habe. Kloster. Machen wir bessere Stadtmauern. So, jetzt können wir das bauen. Wir brauchen aber erstmal mehr Gold. Ja. Ach, dann laufen wir jetzt rum, bis wir 10.000 Gold haben. Boah, da kriegen wir direkt 1.000 Gold dazu. Und da liegt auch noch ein Batzen Gold rum. Ja, ihr dürft wegrennen. Ich bestehe nicht darauf, gegen schwächliche Kreaturen zu kämpfen, die vor mir wegrennen wollen. Selbst wenn ich dadurch mehr Einheit... Oh, ich habe 400 ja wieder. Ich muss irgendwas schnell abschlachten. Damit ich... Aber wenn hier jetzt auch einmal keine Gegner mehr sind und ich mit dem Schiff fahren muss, brauche ich mehr als eine Woche. Dann habe ich die 400 Punkte und ich habe sie gar nicht benutzt. Also den Kerl hier werde ich auf jeden Fall nicht wegrennen lassen. Verfolgen. Denn ich will aus dir Skelette machen. Ich will aus dir Skelette machen. Ich werde aus dir Skelette machen. Ich werde euch töten und essen und braten und wiederbeleben in meinem... Nein. 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 Das gefällt mir nicht, was ich gerade so spontan gesungen habe. So. Er tötet einen Vampir. Und er belebt einen Vampir wieder. Ist er nicht freundlich? Ein Töten und Wiederbeleben. Ein immer wieder aufs Neue quälen. Ich habe mein Gen zu einem Lachen modifiziert. Ah, toll, 12 Bogenschützen. Oh, ich habe mich mit denen bewegt. Das war unsinnvoll. Ein normaler Angriff wäre sinnvoller gewesen. So, 1 bis 2, komm, erledige wir frei. Ach ne, es gibt ja kein Glück jetzt. Wie öde ist das denn? Es gibt kein Glück mehr. Bitte Gegenwehr, gut gemacht. So, 6 erledigt. Schön. So, ich will keine normalen Skelette oder oh, wahrscheinlich gibt es dafür Pest-Zombies. Oder, ne, wahrscheinlich normale Zombies sogar nur. Ach, 15 Pest-Zombies, immerhin Pest-Zombies. So, Erfahrung. Gold. Kriegstänzer. Na, die wollte ich mir anschließen. Die Kultur möchte sich euch für 5.900 Goldstücke anschließen. Steht das da? Kostet das immer Gold? Ah, Zeichen des Nekromanten. Vielleicht man die Fähigkeit bis zum Ende des Kampfes die Kultur auf dem Schlachtfeld zu verbinden. Wenn diese Kultur Schaden erleiden, gewinnt der Nekromant aus dem Leid dieser Kultur Mana. Meister der Gedanken, ermöglicht das Wirken der Zauber für Langsamung und Verwirrung auf alle Gegner und gleichzeitig verdoppelt aber die Wirkkosten dieser Zauber. Ich mach das mal. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert.
ob ich am Ende, am Anfang jedes Mal, wenn ich jedes Mal meine Züge verbrauchen muss, um Mana dazu zu kriegen. Der Part endet hier erst.